Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum AD Dienstag. Heute haben wir nicht ganz so viel Zeit. Ich wollte mit euch aber mal die Corki-Veränderung abquatschen, denn ich spiele aktuell wieder sehr, sehr viel Corki. Die LCS spielt wieder viel Corki. Alle lieben Corki und warum, das erfahrt ihr jetzt. Corki ist ja vor ein paar Patches ein kleines bisschen gebufft worden. Außerdem gibt es noch Veränderungen, was den Item-Build angeht. Die wichtigsten drei Aspekte, warum Corki denn aktuell wieder stark ist, sind deswegen die Veränderung der Passive in den Patch-Notes, wo man anstatt 50% des Auto-Attack-Schadens in Magic Damage umwandelt, nun 80% umwandelt. Dazu kommt dann der neue Item-Build, der nun deutlich crit-lastiger ist, und die neue Keystone mit Warlords. Dazu aber später mehr. Erstmal quatschen wir ein bisschen über die Passive. Ich rede hier außerdem sowohl von Midlane-Corki als auch ADC-Corki, weil aktuell mit dem aktuellen Item-Build und so weiter ist ADC-Corki um einiges besser, als er es damals war, als Corki viable war. Also Midlane-Corki ist immer noch ein Stück weit besser, aber ADC-Corki absolut spielbar aktuell. Also schauen wir uns doch mal die Veränderungen in den Patch-Notes vor allem etwas genauer an. Ich muss fairerweise sagen, ich war einer der Leute, die gesagt haben, dass der Change überhaupt nichts bringen wird. Und zum Glück habe ich mich geirrt, denn ich liebe Corki. Der ist einfach geil. Kommen wir also zurück zur Passive. Von 50% Magic Damage auf 80% Magic Damage mit Auto-Attacks zu gehen, hört sich wie ein nettes Gimmick an, was Riot gemacht hat, um Corki als diese AP-Alternative in einem Full-AD-Team einzubringen. Aber in Wirklichkeit ist es einfach ein roher Damage-Increase gegen so ziemlich jeden Gegner. Hierzu gucken wir uns einfach mal die durchschnittlichen Rüstungs- und Magic-Resist-Werte von verschiedenen Champions an. Ein Lee Sin zum Beispiel hat ohne Ruhen, ohne alles, ungefähr 50 Armor Level 9 und 40 MR Level 9, also ein kleiner Unterschied. Auf Level 18 ist der Unterschied mit 87 Armor und 53 MR schon ziemlich drastisch. Dazu kommt nochmal, dass im Spiel Armor deutlich leichter zu erhalten ist und aktuell auch deutlich beliebter ist, weil die Teams generell einen mehr physischen Damage Share haben, als sie einen Magic Damage Share haben. Und dadurch sieht man häufig im Spiel 3, 4, 5 Armor Items im Game und vielleicht nur 1 oder 2, maximal 3 MR Items. Also da kommt nochmal dieser Buff Corki generell zu gut. Aber sowas zu pauschalisieren ist immer sehr, sehr schwer, ne? Weil es gibt halt Games, wo die Gegner alle MR bauen, aber dementsprechend fokussieren wir uns jetzt hier nur mal auf die Base-Stats. Der Unterschied bei einem Level 18 Lee Sin ist schon ziemlich juicy für Corki, aber viel, viel relevanter ist das bei Glaskanonen, die wenig oder gar keine Death-Items im Spiel bauen. Und hier nehmen wir als Beispiel einfach mal Caitlyn. Caitlyn hat auf Level 9 46 Rüstung und 33 MR. Auf Level 18 ist der Unterschied mit 82 Rüstung und 38 MR sogar noch krasser als der bei Lee Sin. Und was man jetzt auch noch mit einberechnen muss, ist der Fakt, dass Corki die Möglichkeit hat, Zaubererschuhe zu bauen, die ihm nochmal 15 Magic Penetration geben. Er ist der einzige Champion, der mit seinen Schuhen sein Auto-Attack-Damage erhöhen kann. Klar, Attack-Speed erhöht dein DPS overall, aber dein Auto-Attack-Schaden pro Auto-Attack kannst du nur mit Corki erhöhen, mit den Zaubererschuhen. Eine Caitlyn auf Level 9 hat also 46 Base-Armor plus die 9 Armor in Runen, die so ziemlich jeder ADC mitnimmt, und 38 Magieresistenz. Minus die 15 Penetration von Corkis Schuhen kommen wir also bei 23 raus. Wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die Caitlyn keine Magieresistenz-Runen mitnimmt. Das machen aktuell ziemlich viele ADCs, aber wir nehmen danach auch nochmal das Beispiel mit den Runen. Gegen ein Ziel mit 55 Rüstung kommen 64,5% des angerichteten physischen Schadens auch wirklich durch. Wohingegen bei 23 MR 81% des verursachten magischen Schadens auch wirklich durchkommen. Dieser Unterschied von fast 17% hört sich erstmal ziemlich brutal an, und für Corki generell ist er das auch, aber für dieses Video sind ja nur die 30%, die ja nun mehr Magic Damage mit den Auto-Attacks macht, relevant. Nach Adam Riese sind das dann, wenn er nicht zu viel gesmoked hat, ca. 5% mehr Schaden, den Corki overall mit seinen Auto-Attacks gegen so eine Caitlyn macht. Und wie schon erwähnt, der Vollständigkeit halber würde eine Caitlyn mit Magieresistenz-Runen 3% mehr Schaden ins Gesicht kriegen. Gegen Squishy Champions, die kaum bis gar keine Magieresistenz bauen und auch kaum Runen mitnehmen, kann man den Schaden also auf 3-5% schätzen, was für einen ADC an rohen DPS-Werten schon ziemlich nice ist. Was man jetzt aber auch noch einbeziehen muss, ist der Corki-E, der bis zu 20 Magieresistenz und Armor auch nochmal shreddet, wenn man ihn auf Level 5 hat. Das heißt, theoretisch würde dann eine Level 9 Caitlyn, die keine Runen mit hat, auf 3 MR kommen, und wer etwas länger Leute spielt oder sich mit der Thematik schon mal befasst hat, der weiß ja, dass die letzten Punkte an Resistenz, also der Unterschied zwischen, sag ich mal, 0 und 10, deutlich, deutlich mehr Resistenz bringt als der Unterschied zwischen 60 und 70. Das heißt, diese letzten Punkte nochmal wegzukriegen, die geben Corki nochmal einen richtig dicken Spike, der dann bis zu 10-15% sein kann. Kommen wir jetzt aber zum Item-Build, denn der ist eigentlich noch relevanter als dieser Passive-Buff. Als Corki damals in der Midlane-Meta war, hat man ihn als Burst-Midlane-Auto-Attack-Mage mehr oder weniger gespielt, der vor allem auf Trinity Gunblade gegangen ist, um dann den insanesten Midlane-Power-Spike zu haben. Als Corki damals in der Midlane-Meta war, hat man ihn als eine Art Burst-Auto-Attack-Mage
durchgespielt und sich auch sehr darauf konzentriert, in kurzer Zeit einfach nur jemanden umzukloppen. Man ist auf Trinity gegangen, dann auf Gunblade, was einem sehr, sehr starken Burst gegeben hat, hat Thunderlords mitgenommen und damit Squishies einfach nur umboxen können. Aber der rohe DPS über eine längere Zeit, der war mit diesem Itembild deutlich, deutlich geringer als mit dem aktuellen. Ebenso war der alte Itembild ein bisschen mehr auf den Damage der Fähigkeiten auch angewiesen und ausgelegt. Man hat 80 AP bekommen und man hat Spellvamp gehabt, dazu kommt, dass die Raketen ziemlich hart genervt wurden, also der Itembild ist in jeder Hinsicht aktuell abgeschwächt. Der aktuelle Corki-Itembild hingegen ähnelt mit Ausnahme der Schuhwahl sehr stark einem ganz normalen ADC-Itembild. Man baut Trinity, dann meistens Infinity, manchmal auch erst Static oder so weiter, aber der Standardbild ist Zaubererschuhe, Trinity, Infinity, dann zwei Crit-Items und das letzte ist dann entweder ein Voidstaff oder ein GA oder vielleicht sogar noch mehr Crit, das kommt dann auf die Situation an. Damit hat man selbstverständlich ein deutlich, deutlich schlechteres Midgame als mit dem alten Gunblade-Build. Also Trinity Gunblade ist in jeder Hinsicht besser als 2-Item-Power-Spike als Trinity Infinity Edge, aber ab 3 Items und mit 50% Crit fängt man an mit dem neuen Corki viel zu viel Schaden anzumachen und einfach nur alles weg zu eliminieren. Durchs hohe Level auf einer Solo-Lane und die HP mal Level-Ruhen, die man sich in der Mid-Lane überhaupt erst erlauben kann, wirkt Corki mit dem Item-Build einfach wie ein ADC auf Crack. Also ich meine das wirklich ernst. Wenn ihr ADC Main seid und Corki Mitte ausprobiert, dann werdet ihr denken, holy shit, wie unfair ist ein ADC Botlane? Corki kann alles, was ein ADC nicht kann. Full Build Corki ist aktuell eines der ekelhaftesten Dinge, die du im Gegnerteam haben kannst. Hat so viel DPS wie kaum ein ADC, hat super gute Mobility, ist in der Lage, Long Range zu poken. Es ist einfach nur super delicious. Wenn ich daran denke, werde ich glücklich. Es macht so viel Spaß, den aktuellen Corki zu spielen, wirklich. Eine Sache muss man aber trotzdem bedenken, anders als bei dem alten Corki-Itembild und noch anders als bei vielen ADC-Itembilds, fehlt es hier komplett an Lifesteal, Spellvamp oder Sustain in generell. Hier kommt dann die Keystone zum Tragen. Aktuell spielt man Warlords Bloodlust auf ihm, die skaliert absolut geil mit Critty Mastery und wie auch schon bei Nakaten zum Beispiel, kann man da den fehlenden Lifesteal in Itemform ziemlich gut ausgleichen. Und der Movement Speed in Kombination mit Trinity Movement Speed, in Kombination mit den Attack-Speed-Items, Movement-Speed kann man auch übel geil chasen, übel geil escapen, man ist super mobil, hat den W, Corki, I love you. Abschließend muss ich sagen, dass ich den aktuellen Corki sogar noch geiler finde, als den Corki, der damals Meta war. Rein von den Zahlen her war der damals wahrscheinlich ein Stück weit stärker, aber der aktuelle spielt sich halt deutlich mehr wie ein ADC und das liegt mir um einiges besser. Dazu kommt, dass man ihn, dadurch, dass er sich mehr wie ein ADC spielt, dadurch, dass man mehr wie ein ADC baut, Warlords mitnimmt und so weiter, er auch viel, viel stärker auf der Botlane ist, was er vorher nicht war. Ich hatte zwar selber eine ziemlich gute Winrate mit Corki Botlane, aber faktisch gesehen war Corki Botlane damals kein allzu guter Pick. Heute, denke ich, ist es ja das schon auf jeden Fall, wenn das Team noch nicht ganz so viel Magic Damage hat. Und Reckless hat es ja auch bereits bei den Rift Rivals gezeigt. Ein ganz großes Aber, bevor das Video endet, gibt es noch. Corki hat eine gigantische Schwäche und jeder, der bis 13 kann, wird das wahrscheinlich sich jetzt schon selbst gedacht haben. Und zwar sind das Tanks, die Magic Resist stacken. Corki kann sehr, sehr wenig machen, wenn Leute anfangen, Magieresistenz zu stacken, weswegen die einzige Situation, in der ich Corki aktuell nicht picken würde, ist, wenn alle im Team AP sind und die Gegner Tanks haben. Denn Corki kann es sich eigentlich nicht erlauben, vor dem vierten Item Voidstaff zu bauen. Wenn es ganz, ganz dringend ist, kann er es nach dem dritten machen, aber du willst wirklich diese 80% Crit haben und du bist ja auch, wenn du vor allem Midlaner spielst, jemand, der dafür verantwortlich ist, auch mal die Squishies zu bedrohen. Voidstaff hat einfach das Problem bei Corki, jetzt mit dem Itembild noch mehr als vorher, dass er überhaupt nicht mit Crit skaliert, ja? Dein letztes Item bringt dir rohen Schaden mehr durch die Penetration, skaliert aber null mit deinen restlichen Items, ja? Wenn du da stattdessen ein GA hättest mit AD, würden die AD mit dem Crit skalieren. Aber Voidstaff bringt dir eine ganz komische Damage-Stärke, weil er deinen Gesamtschaden schon erhöht, deine Auto-Attacks faktisch auch stärker macht, aber es liegt halt da rum und hat irgendwie keine Synergie mit Crit, fühlt sich super doof an. Und ich habe bisher, glaube ich, auch von 20 Corki-Games oder so in einem einzigen Voidstaff gebaut. Und das auch nur, weil 3 Leute im Gegnerteam Full MR waren. Also das ist so die eine Schwäche, die Corki hat. Ansonsten ist er wieder super geil, super, super nice. Spielt ihn, schreibt mir in die Kommentare, wie geil ihr ihn findet. Und wenn ihr ihn nicht geil findet, dann verpisst euch. Tschüss.